Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Beyond. Bin der Rale von Gamingdo und wir sind wieder am Beyond Server da. Und wir wollen ja unser ME-System da so weit umbauen, dass wir da unseren Storage oder unsere Essenzen da, unsere Aspects drin speichern können. Und wer sich wundert, ja, es sind ein paar mehr von denen da umgeworden, von den Nodes. Denn ich habe mir gedacht, ja, ich kann damit ja ideal mein Zeug da aufladen. Und da sieht man schon, da habe ich schon Ordo ist voll, Aqua ist fast voll, Perdicio ist voll, Terra ist derzeit am wenigsten. Oh, und hallo Mini-Zombie. Und die sind eben alle da. Und die sind recht klein, weil ich sie die ganze Zeit eben jetzt auslaugen tue, bis zum geht nicht mehr. Aber natürlich die Aspekte, was ich schon fertig habe, die werden natürlich jetzt nicht mehr rübergezogen. Das ist ja ein großer Vorteil. So. Aber das Ding lassen wir mal voll werden in aller Ruhe. Und danach können wir unsere Zauberstäbe da reinstecken. Das heißt, wir können theoretisch ein paar mehr von den Wand Recharge Pedestals bauen. Und jetzt gehen wir weg da, weil erstens es regnet, deswegen gehen wir mal schlafen. Und zweitens ist es Nacht, deswegen gehen wir nochmal schlafen. Und da sieht man, ich habe schon nebenbei ein Bild gespielt. Oder ich habe vorher ein Bild gespielt, weil ich eben die ganzen Nodes da gefarmt habe. Und die hat man gedacht, na, das mache ich jetzt nicht schon wieder auf der Kamera. Hallo, Creeper. Ciao, Creeper. Hey, du solltest, ja, wollte ich gerade sagen, du solltest aufgehört haben zu regnen. Und ja, das Ding wird immer weiter voll und voll und voll. Und irgendwie passt aber die Zahl oben nicht mit dem zusammen, was da unten steht. Nehmen wir es mal ober und setzen es wieder drauf. Ja, jetzt stimmt's, jetzt stimmt's. Das heißt, das, was unten am Pedestal steht, ist das Richtige. Aber alles ist schon über 100. Das ist super. Also es ist wirklich super. Weil wir können uns das dann einfach hernehmen. Da in den Slot her tun und es ladet die ganze Zeit in Zauberstopp auf mit den Essenzen, die was gerade nicht vollständig drauf sein. So, aber was ich jetzt eigentlich sagen und machen wollte, ich muss da, wie auch immer, ich muss Purifying Bath Salts machen. Na, aber ich muss bei Artifice, glaube ich, einfach nur Warded Glass oder sowas finden. Ich habe nämlich eine kleine Erkenntnis gehabt. Ich habe noch Storage Cell da genäht, sagen wir mal. Und wir haben ja Essentia Storage Cells. Da haben wir gedacht, so, okay, Dharmic Energistics, der Name sagt mir was, den Mod will ich ja eigentlich gerade voll ausnutzen. Und das war dann schon das, was ich jetzt eigentlich gesucht habe. Und Dharmic Ingot, Kämmer, Redstone, haben wir natürlich. ME1K Essentia Storage Component. Na, können wir irgendwie nicht. Und Ward Glass genauso wenig. Das heißt, Warded Glass ist aber einfach nur von Thorncraft. Deswegen wir müssen herausfinden, wie wir das machen. Wahrscheinlich, wenn wir das gefunden haben, wird uns gesagt, wie wir das da machen können. Denn man sieht ja schon, wenn wir eine schauen in unser Thermonomicon, bei die Energistics, da ist schon. Es ist like missing research. Also, irgendwas fehlt. Irgendeine Kleinigkeit. Und das ganz andere Zeug können wir auch noch theoretisch machen. Das wäre zum Beispiel voll cool, das Essentia Terminal. Nur ich kann derzeit nichts speichern, deswegen bringt mir das Terminal nur nichts. Und die Iron Gearbox, okay. Okay, was auch immer das jetzt noch sein soll, aber das ist mir jetzt egal. Ich will im Grunde nur weiterkämmen, da als Thaumaturge oder wie ich immer man, als Magier. Und das heißt aber, ich muss Ordo farmen, jede Menge. Und ich habe ein bisschen gegoogelt. Ich kann leider nicht wirklich den da, ja, automatisieren, sagen wir mal.
Mahagoni, na, Mahogany Fancy Workbench. Na, ich brauche ja einen normalen Crafting Table. Crafting Table, die da bitte. Weil da kann ich einfach so machen. Stecke ich da hinten wieder einen Stack rein. Und irgendwie hätte ich jetzt gern was, was da einfach Rechtsklick drauf macht. Einfach nur da eine geht und da Rechtsklick. Aber das gibt's leider nicht. Deswegen, wenn ich halt vorbeigehe, drucke ich immer wieder mal drauf. Das Problem würde sich schon lösen lassen, wenn ich das irgendwie damit laden könnte. Aber das geht natürlich nur weniger. Deswegen, was mir am meisten hätte gesagt worden ist online. Damit ich viel Ordo und sonstiges finde, soll ich einfach anfangen, wieder Aspekte ja zu scannen. Und wenn ich Aspekte scanne, dann kriege ich nämlich immer wieder da zum Beispiel Hetzperdicio und Aqua. Und das geht aber alles immer ins Thaumenomicon rein. Wart, hast es noch nicht ganz Thaumenomicon? Moment. Das kommt ja alles ins Thaumenomicon. Ich habe gerade eine Erkenntnis gehabt und ich hoffe, die Erkenntnis gibt halbwegs Sinn. Denn irgendwie würde ich gerne das Thaumenomicon mit die Grundaspekte aufladen. Und vielleicht geht es. Vielleicht geht es. Wo ist mein Zuhause? Da ist mein Zuhause. Jetzt bin ich natürlich schon wieder eine riesige Runde geflogen. Aber Moment. Nein! Weil ich würde das so gern da drauf tun. Wieso? Du bist unfair, Thaumonomicon. Du bist unfair. Ja, das lassen wir mal ganz voll laden. Terra haben wir, also wir haben da jetzt zwei Nodes mit Terra. Und zwar die, und da einen reinen Terra-Node, der sich bis 80 aufladet oder so, wenn man ihn in Frieden lässt. Und die haben dann da hinten noch unseren Terra-Node, unseren normalen. Aber ja, gehen wir weiter mit dem Thermometer, alles aufnehmen, was wir brauchen. Da haben wir zum Beispiel Luxuria oben. Und Luxuria war ein Aspekt, den haben wir bis jetzt nur gefunden durch den da. Weil wir den gescannt haben und der eben vorher noch nichts drauf gehabt hat. Deswegen, das wird jetzt wieder eine Farm-Episode, wenn man so will. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Ordo dabei. Und Ordo ist eigentlich alles, wegen dem wir das machen. Nein, Ordo und Air. Air haben wir auch wenig. Okay, da steht schon Sinister. Man sieht ja, wie vereinzelt Aspekte wir da teilweise am Rand gefunden haben. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass eben alles so weit verstreut wäre von den Aspekten her, so wie da. Sondern wir haben sie einfach nicht markiert, beziehungsweise nicht anderschaut in dem Moment. Da wir da ja zum Beispiel da nur Wasseraspekte gesucht haben oder nur Aquaaspekte oder wie auch immer. Und was ich auch tun muss, ist wahrscheinlich hinten noch. Bei unserem Noteplatz, sagen wir mal, Aspekte dazu googeln, naja, zu scannen. Denn wenn ich es einmal geschafft habe, nachher das ganze Zeug. Oh. Da, nochmal Sinister. Wenn ich es einmal geschafft habe, das Ganze zu automatisieren, oder nicht zu automatisieren, sondern zu. Oh, hallo, Hauptgoblin. Oh, wow, ich kann die sogar scannen. Ja, jetzt habe ich die schon. Wenn ich es einmal geschafft habe, das Ganze irgendwie zu digitalisieren, das Wort habe ich gesucht, und alles in ein ME-Storage einzuklopfen und von da weg zu arbeiten, dann kann ich meinen Infusion-Altar umbauen. Weil der funktioniert nämlich noch ein besser ganz plötzlich. Da ist wieder Ordo oben, jede Menge. Was ist auf dir? Ah, Bildterra und Aqua. Ah, da hat man wieder einen schönen Aquanaut. Und man sieht schon, irgendwie ist es mehr oder generell da. Flache Gegenden sind sehr, sehr, sehr gut, um Nodes zu finden, weil man hat eben. Oh, was haben wir denn bei dir? Infernus haben wir da drauf. Das markieren wir uns gleich wieder. Das machen wir rot und nennen das Infernus.
Denn seltene Notes, so wie jeder, muss ich später definitiv nur alle holen. Also alle, was irgendwas Besonderes drauf haben, da ist wieder ein schöner Aquanaut. Und zuerst habe ich ewig nach dem gesucht und jetzt stoße ich einfach mal so da drüber. Aber das ist eh. Man findet nie das, was man sucht. Man findet zuerst alles andere. Und wenn ich das noch einmal geschafft habe, das zu automatisieren, das heißt, ich muss jetzt mein Research sehr weiter treiben, was ich jetzt ja schon dadurch mache, dass ich jetzt da Zeug farmen gehe. Oder ist ein großer Knoten. Da ist hörbar drauf. Das nehmen wir, das markieren wir uns auch mal. Ne. Und die machen wir grün. Und da ist ein sehr schwacher Node. Wow! Das ist ein Knoten für Aqua. Den nehmen wir definitiv mit. Den markiere ich mit Aqua, hol den Node sofort. So. Und den machen wir rot. Dann sieht man ihn besser gegen verschiedenste Kontraste. Und was ich noch mache, ist das da. So, jetzt brauchen wir nämlich leider noch merken, hey, geh einmal durch das Portal durch und du hast wieder einen coolen Node vor dir. Und solche Nodes mit mehreren Aspekten werde ich mir dann auch wiederholen für fürs Aufladen, fürs Pedestal. Weil die funktionieren ganz gut. Und ich werde mal probieren, ein paar Nodes irgendwie sich gegenseitig auffressen zu lassen. Dann mal schauen, wie das funktioniert. Aber dafür brauche ich, glaube ich, einen Hungry Node oder sowas. Ich weiß es leider nicht. Aber irgendwie sowas in der Richtung brauche ich sicher und finde ja recht interessant. Habe ich eigentlich schon. Ja, Kuh habe ich natürlich gescannt. Oh, Mossstone habe ich bis jetzt noch gar nicht. Grass at Herber. Mystical Cyan Flower. Nope. Dandelion. Mushroom. Oakwood. Oak Leaves. Greatwood Log. Wundert mich eigentlich, dass ich das noch nicht habe. Und Greatwood Leaves natürlich. Ha, da mal wieder einen schönen Aura Node für Terra. So ein Terra Node brauche ich ja nochmal. Mushroom Garden. So. Da haben wir nur ein paar Wiss-Room-Dinger. Die wachsen aber scheinbar nur, wenn genug von dem Wiss in der Gegend ist. Also das ist schon mal super. Kohle. Okay, fetter Lag. Und die Musik hat aufgehört. Komisch, aber ja. Da haben wir mal ein Silverwood Tree. Die Leaves davon haben wir noch gar nicht, aber bringt alle ein bisschen hörbar. Und eigentlich sieht man die ganzen Nodes ja überall durch, denn ich habe ja die Goggles of Revealing auf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bis jetzt sehr, sehr schwierig. Erstens einmal, weil ich jetzt die ganze Zeit auf das Sechseck da drauf schauen muss. Aber, ne, es ist, in der Nacht hat man einfach besseren Kontrast, da sieht man das besser. Das sind solche Knoten wie der da sofort ersichtlich. Obwohl, der war jetzt generell sofort ersichtlich. Und da ist. Oh, das ist ein Pure Node. Sehr schön. Ah, da oben ist noch einer. Noch ein Pure Node. Aber die Pure Nodes sind irgendwie nie so wirklich groß. Das sind so gewachsenen Knoten. Vielleicht kann ich die aber super zusammenfügen, dass sie eben durch Hungry Nodes und sonstiges. Oh, da haben wir Victus oben. Victus habe ich aber glaube ich schon gefunden einmal und markiert. Und jetzt hätte ich gerne wissen, wie viel wir im Thaumonomicon die Grundessenzen drin haben, aber ein bisschen was an Ordo haben wir ja definitiv gefunden. Auf dem Weg nach Hause, Greatwood Aspect. Habe ich da Home gelesen? Ja, da habe ich Home gelesen, die Richtung.
Jetzt halten wir natürlich nur die Augen offen, um nur ein paar Notes da werden zu scannen und dann machen wir unseren Research weiter. Ah ja. Da für irgendwen Strom. Wahrscheinlich für ein Frostiger, aber ich kann es nicht sagen. Da ist etwas drunter eingegraben. Das will ich jetzt natürlich haben. Denn die eingegrabenen Knoten sind immer ganz witzig. Aber markieren tue ich sie nicht mehr. Denn alle Knoten, was ich markiert habe, weiß ich, dass ich da schon mal da war und dass ich das schon mal gesucht habe und besucht habe. Und da ist wieder ein Sinister. Da ist sogar noch einer. Vor dem komischen Dirt-Konstrukt, was auch immer das jetzt sein soll. Ja, da finde ich jetzt nichts mehr. Da finde ich jetzt nichts mehr. Jetzt schau genau, welche Knoten oder welche Nodes ich bei mir alle zusammen nicht gescannt habe, weil da gibt es sicherlich ein paar. Du bist pale, 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 normal. Habe ich da alle zu Pale Notes gemacht? Du bist schon nicht gescannt. Die habe ich schon. Die habe ich sicherlich vergessen. Ja, natürlich. Und der Wernd ist das da relativ weitergegangen. Ich glaube, man kann es irgendwie beschleunigen in den Node Stabilizer. Vielleicht mit einem Advanced. Nur, man muss ja mal lesen, was das macht. Für einen Unterschied. So, mir waren davon Artifice. Nein, Alchemie. Thaumaturgie. Advanced. So advanced node stabilizers perform all the functions of the lesser version with a few major differences. Lesser nodes from having their wisps drained, but it does allow stabilized nodes to drain the wisps from lesser ones. Was auch immer das jetzt heißen soll. Higher chance to improve unstable and fading nodes. Unfortunately, this cost a lot more power. The stabilized node still not enough to drain wisps from it. But even the brightest node will have its recharge. Charge Rate almost negated. Okay. Das heißt, es geht zwar da drin wesentlich langsamer, dafür sind sie aber sicher. Das ist jetzt natürlich die Frage, was ist besser? Aber wir gehen jetzt mal unsere Forschungen weitertreiben. Ich will nämlich das Bathing Salt oder die Bath Salts Dinger da. Ha, das kennen wir. Sano, das machen wir mit der Pelvictus. Gehen wir da gleich weiter. Dann müssen wir von Ordo weg und von Ordo weg haben wir viele Varianten. Was lag gerade mit Permutatio? Oh, wir haben 44 Ordo gesammelt. Das heißt, wir können jetzt wieder Forschung betreiben, bis wir schwarz werden, so circa. Vinculum. So, von Aurem, Wismar, gehen wir da her. Perdicio von Sensus. Wissen wir, dass wir mit Feuer weitergehen können. Und dann gehen wir dann nochmal mit Potentia weiter und gehen dann nochmal mit Ignis weiter. Denn von Life weg. Also wie bringe ich jetzt Feuer, Wasser, Erde und Ordnung in eins? Ah, ich kann halt da auf Terra hergehen. Da auf die, da auf die und nochmal oben drauf auf Terra. Und dann brauche ich jetzt leider noch Erde und Feuer verbinden. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Weil so connecten kann ich sie ja nicht. Na. Schade eigentlich, aber schauen wir mal. Feuer, Feuer. Was hat denn da als Terra oben? Was vielleicht auch Feuer als zweiten Verwandten hat. Ich kann halt über Perdicio gehen. Ich kann halt von Life hinten weggehen. Und kann halt die. Was Potential hat Ordo. Na, Ordo ist uncool.
Was war das zweite? Da war auch wieder Ordo. Okay. Spiritus hat Life und Mortus. Und Mortus. Vieles geht über Perdicio. Vieles, was wir da haben, geht über Perdicio. Und du gehst aber über Ordo. Obwohl, ich fahre jetzt einfach mal mit Mortus her. Dann kann ich nämlich damit Perdicio weiterfahren. Jetzt schauen wir mal, Feuer und Perdicio war glaube ich Gelum, oder? Jep. So, mit ein paar leichte Umwege, aber wir haben's. So, das war wieder das Alienis. Vercius kehrt da drauf. Und dann sind wir schon wieder auf Perdicio. Dann weiß ich jetzt schon, dass ich wieder einmal Gelum da brauchen werde. Weil da kehrt jetzt einfach Feuer und Perdicio nochmal zusammen für 2-3 Gelum. Denn dann kann ich von da oben mit Potentia wegarbeiten. Wo haben wir Potentia? So, einmal da Potentia, links und rechts der Ignis her. Dann ist nämlich die Hürde schon mal getroffen. Dann machen wir da das da und Gelum und. Puh. Ja, fahren wir nochmal da mit Perdicio und nochmal mit Vercius her. Das ist ein Slide. Ah, Ding zu kurz gewesen. Oh wow, jetzt müssen wir 5 connecten. Alienis, haben wir gesagt, war Gelus. Oder na, Vercius, Entschuldigung. Tenebrea ist auch Vercius, das heißt, die. Oh, I have run out of ink. Ich kann immer weiterschreiben. Fahren wir da auch mit Vercius weiter und tun da einfach mal Aperitio dazwischen. Das heißt, die da hinten sind schon connected. Alienis geht noch einmal weiter. Ja, gehen wir mal mit Vercius mal in die andere Richtung. Weil von Auram, die da können wir alle ein Feuer zusammenbauen. Denn. Ja, da nehmen wir mal Precantatio, Potentia, Ignis. Dann nehmen wir da wieder Perdicio und Gelum. Von da wieder weiter mit Potentia. Und wieder mit der Bill Ignis. Und nochmal Potentia. Und bei dir fahren wir auch wieder mit Feuer weg. Das heißt, Feuer, Feuer und jetzt haben wir einfach Lux, weil wir gerade witzig sein. So, Instrumentum ist was Anstrengendes. Gott sei Dank haben wir da Humanus und Sensus. Denn da geht es mit Feuer. Potentia nochmal Feuer. Und da in der Mitte, was wir da dafür eher brauchen. So, und was war Fabrico? Ah, da können wir von Instrumentum weg. Oder gleich von Humanus. Okay. Da müssen wir uns gerade einmal Beastia zusammenbauen. Beastia war Death und Life. Und dann war Death einmal Cognito und Beastia. So, jetzt sind wir da bei Humans. Ja, mit Cognito weiter und dann sind wir da wieder auf Feuer. Das heißt, ich baue da den Kreis da mal fertig. Was nehmen wir jetzt? Was haben wir viel und hat Feuer in der Base drin? Lucrum hat viel Greed? Nope. Na, ich sehe Potentia als meiste, wenn dann. So, jetzt haben wir schon mal 3 von 4 verbunden. Wie kommen wir zum schnellsten auf Ordo? Von Potentia weg. Ah, das war schon Ordo direkt. Dann machen wir das. So. Jetzt mal schauen, ob jetzt danach noch wieder irgendeine creepy Messages kommen. So, dann haben wir Motus. Motus, da muss ich definitiv mit R weiter. Dann schauen wir mal, was hat alles er? Nehmen wir mal Arbor. Und davon haben wir viel.
Und da können wir jetzt dann theoretisch mit Urba weiterfahren. Und das Ganze über Terra connecten. Und da fahren wir mit Potentia weg. Könnten auf Feuer. Nur was haut vielleicht die da und damit Ordo daher. So. Und da wieder mal Discovery, Discovery, Discovery. You have gained permanent warp. Was auch immer das heißen soll, permanent warp. Habe ich da jetzt was? Oh, ich habe ein paar neue Sachen. Ich habe in Alchemie was Neues. Sanitizing Soap und Agnes Bar. Was auch immer du tust, liebes Agnes Bar. Und in Thormic Tinkering habe ich auch ein paar Sachen neu. Click to purchase. Okay, da machen wir einmal dann doch das, dass wir das zusammenbauen können. Dann können wir uns das nämlich kaufen. So. Oh, one focus of dislocation. Telekinesis, okay. Da bauen wir uns ein paar Motus-Dinger. Dann können wir die nämlich kaufen und. You need Scribing Tools and Paper. Okay, holen wir uns Scribing Tools und Paper. Denn da brauche ich ein bisschen Ink. Und ich bin jetzt schon wieder 25 Minuten dabei. Aber da holen wir uns jetzt gerade noch, dass man sieht, was ich da nicht noch alles mache. Research Note added. Oh, wow. Ich brauche jede Menge Motos und andere Sachen. Und Greed und was war sie nicht alles? Da kann ich jetzt viele Sachen kaufen. Und was haben wir da? Kinetic Attraction. Was auch immer du bist. Haben wir da vielleicht was? Na, immer noch nicht. Das, was wir haben wollen, haben wir noch nicht. Aber ich glaube, da muss ich einfach da bei Thaumaturgie noch ein bisschen weiter schauen. Zum Beispiel da Tier 5 Upgrade. Was auch immer, was auch immer und was auch immer. Die ganzen Sachen. Ich werde einfach mal schauen, was ich jetzt in der Pause da alles farmen muss und machen muss, damit ich das alles kaufen kann. Und da werde ich mal Research Notes und Research Notes holen. Denn ich glaube, die kann ich auch alle gebrauchen. Wir werden unseren Research weiter treiben, denn irgendwo muss einmal Warded Glass daherkommen. Denn das sind eigentlich so die Basics und danach geht es schon sehr ins Detail. Golemancy braucht man gar nicht. Und die Crowbar habe ich schon in Research schon gemacht, aber braucht man auch nicht. Fume Dissipator. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich werde schauen, dass ich jetzt zwischen die Folgen sehr viel kauf, was da geht und auch den Research, was ich da jetzt da alles habe. Das werde ich alles außerhalb der Folge machen, dass es nicht mehr so lang dauert. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde nämlich die Magie sehr interessant. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen da, vielleicht sogar ein Abo, freue mich sehr drüber. Und ich sage dann schon bis zum nächsten Mal, freue mich wieder auf euch und das war's wieder von Enkamrale. Ciao, ciao.